Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zum Jugendmannschaftsmonatsbericht. Wenn wir schon mal da sind, Dani Gondorf, spielbereit. Vertrag anbieten, freilich, dann spielt er nächste Saison in der dritten Liga. Wunderbar. Ja, passt soweit alles. Cool, cool. Oder? Hat es so gepasst? Ja, ne? Achso, ja, okay. So, können wir das löschen? Und zwei Nachrichten. Lied Jung Song, die nächste Transferphase. Ich will in meiner Karriere nicht immer auf der Bank sitzen. Ich möchte daher im nächsten Transferfenster verkauft werden. Ja, schauen an, du. Und Lukas Scholl. Nein, den lassen wir nicht weg, Freundlich. Den behalten wir, aber wir werden, denke ich mal, Spieler verkaufen. Diesen Sohn kommen, den verkaufen, oder? Ach nee, auf die Leihliste setzen. Ganze Saison. Sehr schön. Wen tun wir noch weg? Riedel? Wer ist Riedel? Ach, der von Kaiserslautern, ne? Okay, wir lassen die erstmal alle so. Und wir spielen das nächste Spiel. Gehe ich ja den VfB Stuttgart weiter noch auf Profi. Ich habe es mir jetzt doch überlegt. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, was ich meine. Wir werden weiterhin mit der Schwierigkeitsstufe Profi spielen, liebe Freunde. Haben wir noch eine Nachricht bekommen? Ja, haben wir. Da. Die machen wir noch ganz schnell. Manuel Gulde, können wir über meinen, oder? Können wir über mein Gehalt sprechen? Frage, das machen wir auch gleich. Komm, Verträge. Wo haben wir den Kerl? Gulde. Ach, da oben ist er ja. Manuel Gulde. Was? 20.000? Ah, den geben wir nicht so viel. Den geben wir 13. Also wo kommen wir da hin? Wir haben doch kein Geld, scheiße. Wir löschen dann lieber nochmal die Antwort. So. Nein, möchte ich nicht. Meine Güte, was mache ich heute wieder? Gut, wie gesagt, ich und VfB Stuttgart. Und Gott sei Dank habe ich nicht letztes Mal auf Weiter gedrückt. Weil schon wieder die PS4 die Disc rausgeschmissen hat. Ne? Sonst hätten wir das Spiel gegen Hannover nochmal spielen müssen. Gut, was vielleicht nicht ganz so schlimm gewesen wäre, da wir ja das Spiel verloren gehabt haben. Wie gesagt, wir spielen weiter mit Profi. Komm Junge, steh doch auf. Und, was haben wir, wie viel haben wir denn? 11.000 brauchen wir, meine Güte. Das schaffen wir niemals. Gut, wie gesagt, letztes. Ja, wir machen jetzt mit Profi weiter. Wenn wir heute nichts reißen, dann werde ich doch mal wirklich das nächste Mal wieder auf Halbprofi zurückstellen. Robert Koch, 29 ist der Kerl schon alt. Ich dachte immer, der ist voll jung noch. Egal, was soll's. Heute Spiel gegen VfB. Es fängt bei 0-0 an. Wie es momentan läuft, hört es mit einer Niederlage für uns wieder auf. Am besten wieder durch ein Elfmeter-Tor, ne? Schöner Hakentrick. Och, jetzt pfeift er wieder auf Abseits. Mann. Und ich sehe, der nimmt, die Game Capture nimmt zwar auf, aber nicht das aktuelle Bild, ne? Die hängt wieder recht verdächtig heute. Nein! Und Flanke, aber da ist niemand. Da ist niemand und Gentner am Ball wieder. Oi. Hoffentlich nimmt die Game Capture das wieder auf, ey.
Ich drehe doch hier gleich wieder durch. Schöner Pass. Ja, 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 Majuka, Alter, wieder daneben. Grütze Dürgen. Das hätte sein müssen, das 1-0. Meine Güte, liebe Freunde. So, was soll's. Weiter geht's. Wieder mit Majuka, aber der kommt nicht hin. Hopp, Junge, Bolli, hol dir den Ball. Nein, hol dir nicht. Oh, Kluschek, Ex-Klubberer, Grütze fix. Kluschek, Flanke. Boah. Glück gehabt. Gulde. Nein. Rausch. Das ist der Konstantin, oder? Mein Name ist der Konstantin und ich habe einen Rausch. Schön. Und abgefälscht. Alter, jetzt konnte ich schon fast nichts mehr sagen hier. So, Eckball kann ich sagen. Durch Heuberg. Und kein Kopfball, keine Gefahr für die Stuttgarter. Jetzt wieder Obacht geben müssen wir gegen Henriquez. Henriquez sieht Gentner, Alter. Darf nicht passieren. So. 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 Wieder Gulde am Ball. Schön. Der sieht Schöpf. Oh, der war zu weit, aber der kommt noch hin. Schöpf! Schöpf! Oh, der hat sich gefährlich gesenkt. Jetzt gibt's Elfmeter, jetzt gibt's Elfmeter für den Club. Wahnsinn, yes. Das wäre natürlich stark, wenn der reingehen würde jetzt. Hier nochmal. Na, muss man nicht, ne? War Pressschlag eigentlich. Egal, ich habe sowieso schon so viele Elfmeter gegen mich. Wieder der Majuka, der hat die letzten zwei Elfmeter verschossen für den Club. Etzerle, Majuka gegen, wir sind da im Dort, Ulreich, ne? Ne, der Kirschbaum, Alter. Nicht zu verwechseln mit dem Apfelbaum. So, Kirschbaum gegen Majuka, Majuka, Majuka. Ach komm. Majuka haut ihn daneben, ey, das gibt's doch nicht. Da fällst du vom Glauben ab, da geht nichts zusammen, Alter. Pass auf, und dann verlieren wir wieder das Spiel mit 1-0. Da. Immer so ein Theater, pass nur auf. So, 25. Minute, auf geht's, komm. Die Mannschaft muss an sich glauben. Schön. Koch. Gulde. Sieht wieder Koch. Aber zu weit. Ein Abstoß. Oder Ecke? Eckball für den Club. Pierre-Emil Heuberg mit der Ecke. Flankt hinein. Kopfball wieder nicht daneben. Schön. Koch, Koch, Koch. Alter, verzogen. 30. Minute. Junge, 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 Junge. Das darf eigentlich nicht passieren, ne? Kirschbaum mit dem Abstoß. Wieder der Kopfball gewonnen vom Club. Aber der VfB wieder am Ball. Vorsicht, Leute, Männer. Schön, Bolli. Fuck. Obacht. Obacht. Oh, wieder gut geklärt hier. Ja, die Abwehr steht momentan ganz gut. War aber auch gegen Hannover recht gut gestanden. So, Füllkrug, Junge. Oh, viel zu schwach, dieser Majuka, Alter. Junge, Ecke.
Daniel Schwab, wer kennt ihn nicht? So, Eckball, VfB, Harnik flankt hinein. Gefährlich, Rakowski hat ihn. Wieso wirft er immer in die Mitte, Alter? Kann der. Wieso wirft er immer in die Mitte? Was ist denn das für ein Torwart, Alter? Schön. Ah, Junge, Junge, Junge. Das wäre wieder abseits gewesen, von daher darf ich mich nicht aufregen, dass der nicht durchgegangen ist. Henriquez, Obacht, Henriquez. Henriquez, Henriquez. Flankt hinein. Schön, jawohl. Ja, Schöpf, 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 Schöpf. Nein, kommt er nicht wieder hin, wieder. Ey. Oh, der VfB hat noch den Ball. Hat er ihn gut geklärt, aber... Füllkrug. Was denn? Harnik flackt am Boden. Ja, war eigentlich ein Allerweltsfaul, ne? Also nichts Besonderes. Ist aber verletzt. Fuck, Gentner. Ich glaube, ich muss doch noch mal eine andere Formation nehmen, dann zum Beginn der zweiten Halbzeit. Schön. Ja, jetzt der Konter mit Füllkrug. Auf, Junge. Ach. Nichts Halbes und nichts Ganzes, verstehst? Was ist jetzt? Jetzt gibt es noch eine Verwarnung oder was für mich? So, Halbzeit. Dortmund, Bayern 0-0. Ui. Augsburg, Schalke 1-1 und Hannover 0-1 gegen HSV. Ja, die können uns verlieren, verstehst? Okay, andere Formation. Ey. Ich nehme mal die hier. Und Koch. Und Bolli. So, und für den Füllkrug, wen tun wir da noch rein? Komm in Stepinski, Alter, der möchte das 1-0 und dann ist die Sache gegessen. So, weiter geht's. Zweite Halbzeit. Auswechslungen für den Club. Ja, da braucht er nicht zum Pfeifen, ihr Spitzlefresser. So, auf geht's. Stepinski kommt für Majuka. Ach, hier ist es. Schön, Koch. Wow, Pressschlag. Weiter geht's, weiter geht's. Ah, ich merke schon wieder, die Formation ist wieder alles andere als super. Komm, wir wechseln nochmal aus. Tut mir leid, Leute. Andere Formation, ich weiß auch nicht, ey. Die vielleicht? Stepinski, Scholl. Tauschen wir den so aus, genau, und für Schöpf. Die kommen, den Schöpf lassen wir noch drinnen. Schön. Stepinski. Stepinski und Freistoß. Für wen? Für den Club. So, Freistoß für den Club durch Pierre-Emil Heuberg. So. Hand. Kein Hand, sagte Schiri. Freistoß, Vorteil. Was ist jetzt? Wieso gibt es jetzt Freistoß für die?
So manchmal verstehe ich die Welt nicht. Die Davi heute war auch mal beim Club, ne? Das bringt mir nichts von Spielern, die mal beim Club waren, wenn die aktuelle Mannschaft nichts taucht. Stoppelkamp. Stoppelkamp. Wow, abfälscht. Abstoß, ne? Oder Ecke? Nein, Eckball. Aufpassen jetzt. Adam Luschek, der Ex-Nürnberger, mit dem Eckball. Boah, was schießt denn der hin? Aber keine Gefahr für Nürnberg. Und es geht Abstoß für den Club. Mit Stark. Mit Mösmer. Obacht. So, Stoppelkamp kann sich nicht durchsetzen, weil der Club ist heute mal wieder. Nein! So. Etzler, der Konter, überschöpf, Alessandro Schöpf, Alessandro Schöpf. Alter, der ist wieder zu langsam, ey. Leck mich doch am Arsch. Oh, Mann, ey. Und, Stepinski. Alter, faul. Aber nix, sagt der Schiri. Mösmer mit dem Foul und Freistoß für den VfB und gelbe Karte auch noch oben rein. Ist ganz ehrlich, ich glaube, ich werde nächstes Mal wieder auf Halbprofi machen, weil irgendwann ist ja mal hier, ne? Was denn? Oh, Ballbesitz 50-50. Also auch hier ausgeglichenes Spiel. Schalalala, 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 Nürnberg. Nein. Rausch, Konstantin. Hat der einen Rausch beieinander halt wieder. So, Koch. Ach, zum Mäusemelken hier heute wieder in Nürnberg. Stoppelkamp. Obacht, Stoppelkamp. Eckball. So, aufpassen. 78. Spielminute. Eckball. Adam Luschek. Diesmal ein bisschen gefühlvoller. Aber genauso minder gefährlich. So, Obacht jetzt. Vorsicht, jawohl. Schöpf. Ach, Junge. Boah, wenn der durchgegangen wäre, Alter. Maxim. Und Rakowski, Junge. Mit dem Abschwurf. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Allmächtner, hinten aufpassen jetzt. Oh, jetzt dachte ich schon wieder, der pfeift wieder Elfmeter. Aber doch nichts. Wieder der nächste Eckball durch. Luschek, ne? Kennt ihr nicht? Dritte Ecke für den VfB, 85. Spielminute.
Sehr schön. Och. Nein. Gentner. Jallo. Was? Jalkin. Ist der Jalkin? Schwab. In der Mitte ist Luschek. Obacht, Stoppelkamp. Alter, Rakowski hält die nächste Kugel. Hier nochmal wunderschöne, klasse Parade mit der linken Faust. Mit der linken Hand. Fetter Eckball, Adam Luschek. Mit der Ecke und Rakowski. Alter, was möchte der wieder? Obacht, 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 Obacht! Es geht auch in keine Kuhhaut mehr rein hier. Schön! Müssen wir! Nochmal Eckball für den Club. Jetzt alles nach vorne. Auf geht's. Patrick Rakowski. Vier Paraden, Junge. Geh mit vor. Hier sieht man nochmal diese Weltklasse-Parade hier kurz vor Schluss. Vielleicht der Mann des Spiels, wenn es dabei bleibt. Jetzt nochmal Eckball für den Club. Durch Pierre, Emil, Heuberg, Junge. So, Heuberg mit der Ecke. Flankt hinein, Kopfball! Tor, Tor, Tor! 1-0, 90. Minute gibt's das! Stark, stark! 1-0, 1-0! Wahnsinn, 90. Minute, guck mal das an, ey! Wahnsinns Kopfballtor! Wahnsinns Kopfballtor! Schaut euch das an, 1-0 für den Club! Hier nochmal wunderschön, Weltklasse! Nichts zu halten für Kirschbaum! Selbst ein Apfelbaum hätte ich nicht gehalten! Niklas Stark macht das 1-0 in der 90. Spielminute. Zweites Saisontor von ihm. 90. Spielminute. Niklas Stark. Yes, 1-0 für den Club. Das muss es doch gewesen sein, oder? Junge. Und da ist es aus! Yes! Der Club gewinnt mit 1-0. Pierre-Emil Heuberg freut sich, wie die restlichen Klubberer. 1-0 für den FCN. Yes! Meine Güte, haben wir lang drauf gewartet. Ein wichtiger Dreier für den Club beim VfB Stuttgart. Auswärtssieg. Wahnsinn! Oi, 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 bin ich erleichtert. Ich kann es euch nicht sagen. Hier nochmal die Szenen dieses Spiels. Alter Verwalter. Auch durch Weltklasse-Paraden von Rakowski. Und in der 90. Minute mache ich das 1-0. Leck mich doch fertig. Aber wir haben ganz gut gespielt eigentlich. Ne? Es war zwar übelst schwer, aber jetzt kann ich schon gar nicht mehr reden, aber auch wieder einen Elfmeter verschossen. Ne? Schon der dritte hintereinander. Aber was soll's, wir haben 1-0 gewonnen. Wichtig, wir leben noch, liebe Freunde. Und ich hoffe, wir leben auch noch bei den nächsten Spielen, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 15. Ich sage danke fürs Zuschauen und ich lasse euch noch hier ein bisschen alleine mit diesen Szenen, mit diesem schönen Auswärtssieg beim VfB Stuttgart. Ich sage wieder schön, ich sage danke schön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Franconia. Es lebe der Club.